I'm not gonna have the time. I just don't have the time for this right now. And I know I want to make a difference. I know that I want to do this, but I, at the same time, don't feel like I have the energy. I don't have the energy for this right now. I mean, there's some good things. I mean, maybe I can just move some things in my schedule. I don't need to go shopping today. And the project, it's just not working out right. I don't have enough support. I don't have enough material. And it's too much responsibility. It's too much responsibility for me. I didn't plan to have this responsibility, and I don't know if I want it. No, it's gonna be fine. It's gonna be fine. I can do this. Yeah, I got this. So, as you have just heard, volunteering can be very overwhelming and very tough at times, especially when you have to sacrifice a lot of time and energy. So, the question is it actually worth it? Cookie, wollen wir nicht von vorne anfangen? Anfangen? Yeah, sure. So, we are Jugendstil. And, yeah, actually, what is Jugendstil? Jugendstil ist das Jugendkulturmagazin hier aus Magdeburg und jeden Monat nehmen wir euch jetzt mit auf spannenden Beiträgen durch ganz Magdeburg und das Thema unserer ersten Episode ist Freiwilligenarbeit. So, my name is Cookie, this is Amelie and together we'll lead you through each contribution and our first contribution is about Tacheles. Was ist Tacheles? That's what Milena, our colleague, will tell you just in seconds. Von Kaffee und Kuchen, einer Küche für alle, bis hin zur lokalen Fahrradwerkstatt. Das Tacheles ist seit 2021 ein Open Space für alle Leute verschiedenster Altersstufen und Kulturen, um Ideen auszutauschen. Wir vom offenen Kanal Magdeburg waren live vor Ort für euch am Hasselbachplatz, um euch dieses coole Konzept mal näher vorzustellen. Viel Spaß! Es ist Donnerstag, 15 Uhr. Zoe schreibt an die Tafel, was heute angeboten wird. Es gibt ein großes Angebot an Kuchen, manche ganz traditionell und einige auch vegan. Und da kommen auch schon die ersten Gäste. Das Tacheles existiert seit gut 2 Jahren und es hat sich inzwischen rumgesprochen. Doch woher kommt eigentlich der Name? We ended up after a really long process with Tacheles, which is kind of a short version of Tacheles reden, which is coming to a consensus. Wer einmal hier war, kommt auch wieder. Ich saß draußen im Sommer schon ein paar Mal mit, aber jetzt so zu der Winterzeit war es, glaube ich, zum ersten Mal. Ja, ich saß mal oben bei einer Veranstaltung, aber zum Kaffeekuchen trinken und Essen trinken bin ich zum ersten Mal hier. Inzwischen ist Tacheles ein ganz schön großer Laden geworden. Doch irgendwie muss das Ganze ja auch bezahlt werden. Wie wird Tacheles finanziert? The best ways that we can finance ourselves as an organization and Tacheles itself is through what are called Dauerspender, so people who pledge a certain amount of money every month, and then of course from grants from external organizations. Aber auch kleine Spenden der Besucherinnen sind willkommen, ob Geld oder Kuchen. Aber ohne die entsprechenden Leute, die hier helfen, funktioniert natürlich auch gar nichts. We have a much more diverse group of people here than we started out with, but we're still a majority of students and other people who are either at the Hochschule or the university or doing Ausbildungs or something of the sort. Alle, die hier arbeiten, machen das freiwillig und ohne Bezahlung und sind hier auch nicht nur ab und zu, sondern regelmäßig. Warum verbringen Sie denn Ihre Freizeit beim Aushelfen hier? Allgemein ist es schön, die Möglichkeit zu haben, immer wieder neue Menschen kennenzulernen und Teil auch davon zu sein, Momente zu teilen, ob man jetzt aktiv ist oder inaktiv, wie jetzt zum Beispiel Kuchen zu backen und zu wissen, okay, es kommen einfach Menschen zusammen, die genießen den Moment, in dem Fall Kaffee und Kuchen und man ist halt einfach da und bietet einfach, in dem Fall jetzt
Kuchen. Es ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre hier. Alle sind total hilfsbereit und sozial, achten aufeinander. Und dadurch entsteht so ein total schöner Raum, in dem man sich einfach gerne aufhält und gerne Zeit verbringt. Wer im Tacheles als Kaffeekunde angefangen hat, kann genauso gut zum Ideengeber werden. Oder beides. Anybody can come up with an idea, and as long as we can find the proper amount of support for it, and as long as it fits with our Selbstverständnis, so the way that we see ourselves and our mission and vision for what Tacheles is, then we can try to finance a new project or just to coordinate some way to support other projects. Eine der anderen Ideen im Tacheles ist zum Beispiel die Fahrradwerkstatt. Einmal die Woche jeden Donnerstag ab 15.30 Uhr. Doch die Idee zu haben, ist natürlich toll, ist aber nur die halbe Miete. Sie muss dann auch organisiert und umgesetzt werden. The people that founded the bicycle repair shop saw an opportunity to, one, educate people, to provide people with information on how they can actually repair their bike and to show how it's done, and also to provide services like new parts or fixing tires or fixing the Schläuche, the actual tubes inside the tires, which are pretty frustrating and difficult to fix if you don't know how to do it. Doch genau deswegen helfen die kompetenten Leute im Hinterhof des Tacheles hier aus, auch mit den kompliziertesten Dingen. Inzwischen ist es 16:30, in Magdeburg ist es dunkel und auch ziemlich kalt. Doch die Leute bleiben trotzdem und stehen das durch, um zu helfen oder Hilfe zu bekommen. Dabei kommen die verschiedensten Leute zusammen, die Hilfe gebrauchen könnten, weil sie zum Beispiel noch nicht lange hier sind oder jeden Euro brauchen. So when I came here, I was thinking, should I do the monthly ticket for the transportation? And then my friend told me, use a bicycle is much better. Then he advised me to come to this place to fix my new bicycle. So I came here, I think this is the third time. And the people here are great. I was surprised like to find a place like this to help you to solve your issues with your bicycle. Okay, so I got to know of the workshop when I got to Magdeburg, and I heard that they do they give away bikes, so that's why I came in the first place, to get a bike for free. And I got this one from here, but then now my tires got a bit deflated, so I just came back because I thought that they might have the equipment to repair it. Ich bin zufällig mal spazieren gewesen und habe es hier im Tacheles gelesen mit dem Paradies der Fahrradwerkstatt, und hier sind sehr freundliche Leute. Mir wird geholfen zur Selbsthilfe, mir wird einiges gezeigt und auch erklärt, und ja, ich komme jedes Mal gern her. Natürlich auch, weil hier ein Experte am Werk ist. Wie man sieht, ist er ganz konzentriert bei der Sache. Ich bin jetzt Rentner und habe Zeit und wurde hier von den jungen Leuten gefragt, ob ich mich hier mit beteiligen kann. Und weil ich schon immer viel Fahrrad gefahren bin und auch viel repariert habe und eben die Zeit habe, habe ich zugesagt, um Leute zu unterstützen und ihnen zu zeigen, wie sie ihr Fahrrad in Schuss halten können oder eben. Wie jetzt im Winter auch die Lampen gut funktionieren. Oder auch beim platten Reifen kann einem hier geholfen werden. Wann wer hier hilft, entscheidet jedoch keiner von oben. Platz machen ist anti-hierarchical, which means that most of our decisions are made democratically. So each group has what's called a delegierte Person, so a delegate from our working groups and projects that will meet every 2 weeks during a Ladenrat, so a shop council, to discuss new ideas. What we want to do, what projects we want to carry out, most of that is organized by our volunteers. So people who see a need in the community, people that see something that they want to address, or people that are just inspired to do something. Wer also dann im Café war und sein Fahrrad repariert hat, möchte vielleicht noch ein Buch für die langen Winterabende mitnehmen. Auch das kann man hier im Tacheles tun. Inzwischen ist es 18 Uhr und das Kiezcafé ist vorbei. Die Gäste machen sich auf den Weg und die Freiwilligen sorgen noch dafür, dass für das nächste Mal alles ordentlich ist, indem zum Beispiel alle Teller gewaschen werden. So, wir waren jetzt gerade bei Tacheles und habt ihr ja gesehen, dass da ganz viele unterschiedliche Kuchensorten waren. Aber ihr könnt nicht dort den leckeren Kuchen kaufen, sondern ihn auch selbst backen und mitbringen. So. I have no idea what you're saying, but do you wanna dance? Gott, weißt du was, Cookie? Das ist so bescheuert.
Das ist so sinnlos. Die Kinder bei der Villa Wert verwenden das so viel besser machen. Komm, lass uns da hingehen. Das Konzept hinter der Villa Wertvoll ist, dass Kinder hierher kommen können und so akzeptiert sind, wie sie sind. Sie müssen nichts mitbringen, nichts leisten oder sonst was, sondern sie dürfen einzigartig und wertvoll sein. Ich glaube, das Schöne ist, dass die Kinder das auch spüren können und dass wir unser Angebot auch kostenlos machen. Dass wir eben das Ganze so barrierefrei wie möglich halten. Also wir finanzieren uns einen Teil über Fördertöpfe, zum Beispiel Aktion Mensch, Lotzow, Sachsen-Anhalt, sind so die man gut kennt, und wir finanzieren uns über private Spendengelder. Also es gibt Leute, die spenden 5 Euro im Monat und es gibt Leute, die spenden mehrere 100 Euro im Monat. Und natürlich auch die Weihnachtsspenden sind sehr, sehr wichtig für uns. Wenn man alle im Team mitzählt, dann zählen wir über 80 Leute, weil wir einfach fast 60 Ehrenamtliche haben. I chose Villa Wertvoll because I fell in love with the concept of helping kids have fun, but also for free at the same time. I'm currently helping at the dance workshop every Wednesday for Zeig was du kannst kids. And then I help and assist the dance teacher edit with choreographies. I come here every Wednesday, one time a week, and then I come here around 3 o'clock. Then the workers, we warm up and prepare ourselves for the workshops. The kids come around 3:30 to 4, and then during this time period I play some games with them and talk about their week, how was it, spend some time with them. Then the dance workshop, or all the workshops, start from 16 till 18 o'clock. And then I go to the dance workshop, help edit the kids with the choreographies for the show in June. After that, when the kids are gone, all the workers and the volunteers, we make a feedback round. I could also choose Tonstudio or film, but I felt myself more helpful in the dance course. So my favorite task would be definitely helping the kids express themselves through dancing and through moving their bodies to create a choreography all together. I also wanted to help in a way here in Magdeburg, because I used to do that in my country. Jetzt kann ich tanzen gehen und das macht mir immer voll viel Spaß. Wir machen halt viel zusammen und ist halt richtig schön. Ja, das ist für mich immer so, oh cool, ich gehe jetzt in die Villa und ich sehe Edith, Anissa, meine Freunde. Ja, das macht mir sehr viel Spaß. So, for our next contribution, Amelie, what are you doing? Come, we have to do the moderation. What are you doing? Ich bin beschäftigt. What do you mean, beschäftigt? Ja, ich schaue mir den Magdeburgi-Blog an. Magdeburgi-Blog? What's Magdeburgi-Blog? What do you mean, what's that? Magdeburgi ist unser nächstes Thema, was wir uns angucken. Let's see. Magdeburgi ist ein Projekt, was entstanden ist, weil eine Lücke da war. So ist zuerst der Kalender entstanden als Ort, wo tolle Veranstaltungen, die in der Stadt finden, beworben werden können. Und dann ist es Stück für Stück gewachsen als Projekt und auch in der Redaktion. Wir sagen immer, es ist das handverlesene Stadtmagazin. Der Vorteil für digitales Engagement ist für mich, dass es nicht zwingend ortsgebunden ist, dass wir von überall weiter an dem Projekt tätig sein können, ohne zwingend auch hier zu sein. Ich kann beispielsweise von überall meinen Redaktionsdienst machen. Ich kann die Leute fragen von überall, wie geht das nochmal, könnt ihr mir helfen? Wir kommunizieren auch online die meiste Zeit. Wir treffen uns auch analog, zweimal im Monat. Hallo!
Magdeburgi kann man am besten unterstützen, wenn man dabei ist und Lust hat mitzumachen, weil wir auch immer wieder auf der Suche sind nach Leuten, die Lust haben, sich nachhaltig bei dem Projekt zu beteiligen. Das kann in ganz unterschiedlicher Art und Weise sein. Das kann sein in der Form einer freien Redaktion, dass Menschen sagen, ich kann es nicht leisten, alle 14 Tage zu euren Treffen zu kommen oder regelmäßige Jobs zu übernehmen, sondern ich habe vielleicht Lust, ab und zu Artikel zu schreiben. Ich ja Webdesignerin bin, ist es halt gut, so anders wäre ich ja in das Projekt nicht reingekommen. Also hätten die keine Webseite gebraucht, wäre ich jetzt nicht hier sozusagen. Also dadurch, dass es ein digitales Magazin ist, bin ich hier quasi dazu gekommen. Dass wir halt so digital so stark vertreten sind, hilft natürlich auch dafür, dass wir den Podcast ganz stark promoten können. Also dass wir auf Instagram so viele Follower haben, dass so viele Leute auf die Webseite schauen. Du kannst es von überall aus machen. Also ich komme aus der Altmark, auch wenn ich mal zu Hause bin, kann ich mich um Magdeburgi kümmern. Und ich mag es einfach auch gerne, Sachen per Video oder auch per Text aufzuarbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Blumencafé war in Stadtfeld, dann habe ich da einen Blogbeitrag geschrieben, aber habe auch gleichzeitig noch Fotos gemacht. Naja, die Vorteile sehe ich vor allen Dingen darin, dass man innerhalb kürzester Zeit gerade in so einer schnelllebigen Zeit, wie sie jetzt einfach an der Tagesordnung ist, viele Leute erreichen kann. Und das sehe ich vor allen Dingen als großen Vorteil für Magdeburg, für die Kulturszene hier. Ich war Flugbegleiterin und dadurch, dass wir digital so gut verbandelt waren, konnte ich, egal wo ich auf der Welt war, Sachen in den Kalender einpflegen. Ich wusste dadurch immer, wo was los ist. Es ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass man ständig erreichbar ist und auch immer ständig up-to-date bleiben kann. Print ist da eben doch ein bisschen hinterher und online ist schnell, zwar ein Nachteil, schnelllebig, aber in dem Fall super praktisch, um einfach vernetzt zu bleiben. Hallo. Sag doch mal, wer wir sind und was wir gerade machen. Also, hallo. Den Leuten, die gerade zu sehen, wäre bestimmt schlecht. Wir sind Amelie und Julian und wir sind gerade unterwegs mit einem Lastenfahrrad zur Bundesfreiwilligenagentur hier in Magdeburg und wollen mit denen ein bisschen über generell Freiwilligenarbeit sprechen, was unser Thema für die nächste Episode von Jugendstil sein wird. Und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg hin. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? So, this is kind of like a moderation already, right? Ja, also... Wollen wir dann nicht einfach die nehmen? Ja. Ja, komm. Ja. Let's take this one. It's a good one. Ja. Wir sind jetzt angekommen. Neben mir steht Marie. Und Marie, du zeigst uns heute die Räumlichkeiten von, was ist das hier? Die Freiwilligenagentur. Okay, dann bin ich mal gespannt. Was macht denn die Freiwilligenagentur oder was ist die Freiwilligenagentur? Unsere Hauptarbeit ist erstmal die Beratung. Wir unterstützen Menschen, die Hilfe geben wollen und auch Einrichtungen, die Hilfe brauchen. Wir bieten aber ab und zu auch Aktionen an, auch um Einrichtungen zu unterstützen, wo dann Menschen sich dann beteiligen können. Wir waren letztes Wochenende in einer Holzwerkstatt, das ist die Macherburg in Buckau. Mhm. Und Freiwilligen haben Hochbeete gebaut, die dem Haus Krähenstieg, das ist ein Seniorenheim, Neustädter See. Mhm. Sie wurden dort dann geschenkt und diese Hochbeete wurden so gebaut, dass Menschen, die in Rollstuhl sitzen, mit gärtnern können. Und die nächste Aktion am Ende des Monates, also Freiwilligen und Bewohnerinnen dieses Hauses, werden dann zusammen diese Hochbeete bepflanzen. Magst du uns ein bisschen rumführen? Ja, klar. Also vielleicht dann die erste Ecke, die man hier sieht, wenn man reinkommt, das ist unsere Beratungsecke. Mhm. Da empfangen wir Menschen, die sich engagieren wollen. Was sind so typische frequently asked questions, also so typische Probleme von Freiwilligen? Eigentlich, die Freiwilligen kommen nicht mit Problemen. Sie kommen mit der Lust, sich zu engagieren. Eine Herausforderung wäre vielleicht sonst die Sprache. Mhm. Menschen, die hier noch Deutsch lernen und die sich engagieren wollen. Vielleicht ist es, können sie in einem Seniorenheim noch nichts vorlesen zum Beispiel. Und in Zahlen, wie viele Freiwillige beratet ihr so pro Tag, pro Jahr, pro Monat? Also das ist immer verschieden, aber letztes Jahr konnten wir zum Beispiel hier persönlich ungefähr 200 Beratungen durchführen
und über andere Infoveranstaltungen oder Aktionen oder manchmal telefonische Beratungen um die 1000 Personen. Ach krass, bei den so Veranstaltungen draußen, ja. Und so, da ist der Hauptteil, das, ja, ist ja spannend. Wir haben eine Vorleseaktion. Wir bringen Freiwilligen zusammen, zu zweit, die dann in Tandems in Kitas oder Hort vorlesen. Die kleine Besonderheit ist, dass die Bücher dann schon zweisprachig sind. Ach, cool. Genau. Es gibt immer dann den deutschen Text und eine andere Sprache. Und wir organisieren hier wie Vorlese-Workshops, damit Menschen sich mit uns ein bisschen überlegen, warum macht man sowas, warum ist die Zweisprachigkeit, die Mehrsprachigkeit in einer Kita etwas Schönes, etwas Gutes, was kann es den Kindern auch bringen. Hier ist auch ein wichtiger Ort für uns als Team. Mhm. Das ist unser großer Tisch, da treffen wir uns jeden Tag Mittag für unsere Mittagspause. Das ist dann die Gelegenheit, zusammen ein bisschen eine lockere Zeit zusammen zu verbringen, aber dabei werden auch wichtige Informationen getauscht. Hier finden auch unsere Teamsitzungen statt. Hier geht es weiter. Es sind die Kolleginnen Vanessa und Katja. Das ist eigentlich das Büro von Vanessa und Katja, aber auch zum Teil unsere Küche. Und wir probieren dabei trotzdem zu respektieren, dass Vanessa und Katja auch hier arbeiten. Wie viele Leute arbeiten hier? Wir sind 6 Hauptamtliche. Mhm. Ja. 7 zurzeit, Entschuldigung. Wir haben einen neuen Kollegen. Wo sind die anderen 4, die mit im Büro sitzen? In dem anderen Haus. Dann gehen wir hin. Cool. Dankeschön. Also gleich hier ist Annika, auch eine Kollegin. Genau, also das ist einfach nur unser zweites Büro. Hier ist es auch sehr gemütlich. Hier sitzt Birgit. Und hier, aber sie ist noch nicht da, Janina. Ja, also hier passiert eigentlich nicht so viel, also nur wir sind da. Wir, also es passiert ganz viel, aber nicht mit Menschen von draußen. Genau. Hier wird all das, was mit draußen mit Menschen passiert, möglich gemacht. Ich verstehe schon. Genau. Ja, Projektarbeit, also klassische Büroarbeit organisieren, telefonieren, schreiben. Genau. Ja. Okay, dann wollen wir euch dabei auch nicht länger stören. Dankeschön. Ja. Where's my cake? Wait. Here? Oh yeah, here. Here's my cake. Okay. So. So, ich habe mal drüber nachgedacht. Wie lange gibt's eigentlich schon Freiwilligenarbeit? Also, ich meine, so geschichtlich gesehen. Da habe ich jetzt letztens irgendwie mal so drüber nachgedacht und. Hast du irgendwie eine Ahnung? So? I have no idea. I have no idea how long it has been around. But I guess I'm quite sure it could have started somewhere with the church, no? Ehrenamt ist mir wichtig aus ganz unterschiedlichen Gründen. Beruf ist Arbeit, für die man Geld bekommt, und Ehrenamt, da arbeitet man auch, aber man tut es gratis, und das heißt, wenn man es übersetzt, für Dank. Ich heiße Helga Fieck, ich bin fast 67 Jahre alt. Und ich war 28 Jahre lang Lehrerin am Ökumenischen Domgymnasium hier in Magdeburg, ein bisschen die Straße runter. Und ich bin hier in der Domgemeinde im Evangelischen Kirchenkreis ehrenamtlich unterwegs. Ehrenamt ist mir sozusagen, vielleicht in die Wiege gelegt. Das ist Familientradition.
Seit vielen Jahrzehnten bin ich in der evangelischen Kirche aktiv. Angefangen habe ich mit Kindergottesdienst, mache ich heute noch. Dann habe ich Lektorenausbildung gemacht. Inzwischen bin ich ordinierte Predikantin, das heißt also Gottesdienste zu halten. Und hier in der Domgemeinde bin ich als Domführerin bei der Redaktion des Gemeindeblattes und im Gemeindekirchenrat aktiv, das heißt also in der Gemeindeleitung. Als Lektorin habe ich angefangen in den 1980er Jahren zu arbeiten, damals noch in Hessen. Da gab es auch eine Ausbildung dafür und da konnte ich dann Wortgottesdienste halten. Das kann sehr hilfreich sein, wenn gerade auf dem Land Pfarrer mehrere Kirchen zu betreuen haben. Und wenn dann Lektoren Gottesdienste übernehmen, kann in den Dörfern trotzdem regelmäßig Gottesdienst stattfinden. Als Predikantin musste ich noch einige weitere Ausbildungsabschnitte absolvieren, wobei mir da aber das anerkannt wurde, was ich im Theologiestudium gemacht habe. Und dann kamen aber auch noch Prüfungen und Hausarbeiten und alle möglichen Sachen dazu, was man erledigen musste. Dann war die Berufung, dass ich also einen Auftrag bekam und einige Zeit danach konnte ich die Ordination beantragen und ich bin nun also ordinierte Predikantin. Das heißt, ich kann Abendmahlsgottesdienste leiten, ich kann Taufen, Trauungen, Beerdigungen leiten. Im Grunde alles das, was ich als Pfarrerin tun könnte, nur dass ich kein Geld dafür kriege. Das ist aber, denke ich, eine ganz wichtige Sache für die Kirche als Gemeinschaft. Im Grunde ein echter Gewinn, zusätzlich zum bezahlten Personal noch qualifizierte Kräfte, Mitarbeiter zu haben, die aber nicht bezahlt werden. Außerdem verbreitert das etwas die Zahl der Leute, die eben zum Beispiel predigen. Weil wir, gut, ich habe Theologie studiert, aber ich habe auch noch andere Sachen gemacht. Wir kommen mit anderen Ideen hin. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Es bringen sich Menschen ein als Ehrenamtliche. Und das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, denn die Gemeinschaft profitiert davon. Aber wir haben ja auch selber was davon. Nicht zuletzt, wir langweilen uns nicht als Menschen, die im Ehrenamt tätig sind. Und wir haben eine Gemeinschaft. Es wirkt vielleicht auch ein bisschen dem Egoismus, der Vereinsamung entgegen. Könnte ich mir vorstellen. Also Langeweile sehe ich im Moment nicht am Horizont auftauchen. So, I guess we're getting a bit cozy for our last contribution because Milena is introducing our last guest and thus we can chill. Viel Spaß! Ja, Paul, der Weihnachtsmarkt in Magdeburg, wie sieht's aus? Das hier ist Tim Buchmann. Wie sieht's denn gerade aus? Tim ist so etwas wie der Urfreiwillige bei uns im offenen Kanal Magdeburg. Seit ganzen 5 Jahren leitet er bei uns auf freiwilligen Basis seine eigenen Projekte und hat sich in dieser Zeit sogar seine eigene Late-Night-Show aufgebaut. Gute Nacht, Magdeburg. Und wir schauen heute mal, ob wir Tim aus seiner Entertainer-Rolle rausbekommen und vielleicht ein paar neue Informationen über ihn erfahren können. Bin richtig gespannt. Noch eine Etage. Natürlichchen erst. Wir wollen einfach ein Bierchen, irgendwas. Boah, Tim hat echt krass viele Filme. Aber es ist halt DVD, ne? Guckt ja keiner mehr heutzutage. Hast du dann auch einen Lieblingsfilm oder so? Zurück in die Zukunft. Und warum? Weil der cool ist. Ja, warum? Keine Ahnung, ich mag den. Ich habe den, keine Ahnung, wann das erste Mal gesehen. Da war ich, weiß es nicht, 9 Jahre alt, 10 Jahre alt. Ja. Keine Ahnung, fand den ziemlich cool, hat mich fasziniert. Irgendwie bin ich hängen geblieben.
Das sieht man. Oh mein Gott, Gaudi Max Feigenlikör. Das ist so ein richtiges typisches Studentenlikör. Ich habe keine Ahnung, wie das hier aufgetaucht ist. Auf einmal war es da. Und bist du durch das Studium dann zum offenen Kanal gekommen oder wie war das? Eher umgekehrt. Okay. Also ich bin OK. Dann habe ich zwischenzeitlich was anderes studiert und jetzt beim Journalismus gelandet. Ja, dann musste ich raus auf die Straße, Reporter sein. Ja. Stimmt, du hast ja auch, also klar, das wissen wir natürlich alle, du hast ja deine Show, Gute Nacht Magdeburg. War das so ein Ding von Anfang an, was du so machen wolltest oder hat sich das auch über die Jahre jetzt ergeben? Das hat sich auch komplett über die Jahre ergeben. Ja. Also das Erste, was ich ja gemacht habe, waren ja die normalen Straßenumfragen. Ja. Tim unterwegs, was auch einfach nur ein Zufall war, weil ich am zweiten Praktikumstag auf die Straße geschickt wurde als Reporter. Ah, krass, ja, ich hatte da so... Ich hatte Respekt davor, sage ich es mal so. Und irgendwie hat das dann Spaß gemacht, aber wir hatten so eine ernste Frage gekriegt und das fand ich relativ langweilig, weil ich dann immer Tatsache versuchen wollte, da mehr rauszuholen. Ja. Und ich war früher eigentlich relativ schüchtern und war dann eigentlich überrascht, dass ich vor der Kamera richtig gut hingekriegt habe. Gut, da ja das Studium in NRW scheiße war. Corona kam auch noch hinzu, da bin ich dann wieder hier gelandet und habe dann mir mein Ziel gesetzt, wenn das dann klappt und ich kann hier studieren, dann mache ich eine Late-Night-Show. So ist das entstanden und die Journalisten sind auch alle sehr medienwillig, sag ich's mal so. Und so sind auch viele im Team entstanden. Ich bin Moderator, ich bereite natürlich alles mit vor, produziere, ich schneide auch alle Beiträge. Krass. Und wie kriegst du die Gäste immer ran? Ich kenne mich mittlerweile sehr gut aus in der Musikerszene hier in Magdeburg. Da kriegt man halt auch immer wieder neue Leute rein, weil die haben auch Bock. Würdest du auch sagen, Magdeburg ist so ein kleines Netzwerk an sich? Ja, total. Ja. Total. Also man geht über die Straße oder man kennt mindestens immer eine Person. Ja. Ja, wir haben uns jetzt entschlossen, nochmal rauszugehen. Weil Wetter ist schön und so. Ja, richtig. Ja, aber wenn du so immer in deiner Entertainer-Rolle bist, würdest du sagen, das begleitet dich auch so ein bisschen in deinen Alltag? Oder würdest du sagen, du stellst das so richtig ab? So nee, ich kann das gar nicht abstellen. Ich bin irgendwie auch ein bisschen froh, dass ich es nicht abstellen kann. Weil durch die ganzen Sachen bin ich auch noch viel offener und so geworden. Ja, das ist cool. Also warst du früher verschlossener? Ja, oder? Ja, ja, ganz, ganz früher, total. Also es hat auch einen Schulwechsel denn damit zu tun und so. Dass das alles so nach und nach kam. Okay, krass. Also in der Grundschule. War ich halt, glaube ich, relativ schüchtern, würde ich behaupten. Fünfte, sechste, siebte Klasse. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Kamerafrau hier gleich hinfällt, aber sie macht es elegant. Und das war halt eine ganz schreckliche Schule und da wurde ich dann teils auch gemobbt, wie ist das. Und dann hatte ich die Chance, halt die Schule zu wechseln, musste dadurch aber die siebte Klasse nochmal wiederholen, weil es eine Art Privatschule war. Ja. Geradeaus oder runter. Was aber absolut nicht schlimm war und durch die Schule habe ich mich natürlich auch so ein bisschen selber gefunden. Nettie. Oh, Feuerkäfer. Tim, warum machst du das, was du machst, eigentlich freiwillig? Weil ich keine anderen Hobbys habe. Nein, Spaß. Also auch, spielt vielleicht damit rein, weil eigentlich das, was ich mache, ist somit mein größtes Hobby. Und hier kann ich es halt machen und ausleben und deswegen mache ich es irgendwie. Was kotzt dich so richtig an am Freiwilligsein? Naja, hauptsächlich, dass man kein Geld und so kriegt, weil man steckt viel Arbeit und viel Zeit rein. Und eigentlich könnte man das auch schon als seinen Beruf anerkennen, was es aber nicht ist, weil man kein Geld verdient. Gut, ich habe halt viele Kontakte neu hinzugekriegt und das ist halt auch immer wertvoll. Und wenn du dann natürlich Leute hast, die sagen, das ist extrem cool, was ihr da macht und macht auf jeden Fall weiter, dann freut das einen natürlich. Ja. Alright, I guess that was it for our first episode of You Can Still Come Back. And wir sehen uns nächsten Monat wieder und da geht es bei uns um Nachhaltigkeit. Also, wir hoffen, wir sehen uns dann da und bis dahin. Tschüssi. Tschüss.